Centro Trevi in Bozen. Eine neue Etappe auf dem langen und faszinierenden Weg der Kandidatur Südtirols gemeinsam mit Venedig und dem Nordosten Italiens zur europäischen Kulturhauptstadt 2019. 10 Südtiroler Kulturvereinigungen haben am Ideenwettbewerb teilgenommen, der vom Land ausgeschrieben worden war. Ausdrückliches Ziel dieser Initiative, die im Centro Trevi ihren Höhepunkt gefunden hat, war es, die Kulturschaffenden und die Vereinigungen, die sich tagtäglich mit Kultur und Kulturförderung befassen, direkt in das Projekt einzubeziehen. Mehr als 40 Vereine haben an diesem Wettbewerb teilgenommen und das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Das Projekt Kulturhauptstadt 2019 ist für uns, für Südtirol, eine außergewöhnliche Gelegenheit, unsere kulturelle Vielfalt aufzuwerten. Und deswegen wollen wir in Kultur investieren, weil durch die Kultur können wir auch unsere Gesellschaft und die Beziehungen zwischen den Bürgern verbessern. Mit diesem Wettbewerb wollte die Landesregierung den Kulturvereinigungen des Landes die Möglichkeit geben, direkt am Dossier, das bis November zusammengestellt werden muss, mitzuschreiben. Jede Vereinigung hat für ihre Teilnahme einen Preis von 4.500 Euro erhalten. Dieses Vorhaben ist eines von vielen, das dazu dient, Kultur zu positionieren, wenn ich das mal so nennen darf, auf die Bedeutung der Kultur für das menschliche Leben des Einzelnen, aber auch der Gemeinschaft hinzuweisen. Wir haben entschieden, uns zu bewerben für die Vergabe des Europäischen Kulturregion-Standortes im Jahr 2019. Aber ich sage jetzt mal, unabhängig davon, wie diese Bewerbung ausgeht, wir nutzen die Zeit dafür, die wir als Prozess begreifen, um Kultur in die Mitte unserer Betrachtungen zu stellen, um ihre Bedeutung nach Möglichkeit in den Köpfen aller zu verankern. Die Sieger des Wettbewerbes sind Südtiroler Künstlerbund, Fabrica del Tempo, Lungomare, Cristallo, Gustav Mahler Komitee, Carambolage, Imago Ricerche, Fanes, Donne Nissa. Die Initiativen anlässlich der Kandidatur zur europäischen Kulturhauptstadt sind hiermit aber noch lange nicht abgeschlossen. Zu den nächsten Terminen gehört die Vorstellung der Gewinner der anderen drei Wettbewerbe, die von den Genossenschaftsverbänden, von der Stiftung Südtiroler Sparkasse und von der Handelskammer initiiert worden sind.